Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Wechselräder wechseln. In diesem Video zeigen wir euch, wie das Wechseln der Wechselräder funktioniert. Wichtig ist dabei, die Maschine immer vom Netz zu nehmen, bevor ihr mit dem Wechseln der Wechselräder beginnt. Wir wollen ein Gewinde mit einer Gewindesteigung von 1,5 mm herstellen. Um das zu erreichen, müssen wir die Wechselräder am Vorgelege wechseln. Und die befinden sich hinter dieser Abdeckung. Die Wechselradtabelle für die richtige Anordnung der Wechselräder bei der gewünschten Gewindesteigung ist auf der Maschine vermerkt. Hier ziehen wir als Beispiel die Drehmaschine PM190V heran. Zuerst entfernen wir die Abdeckung seitlich an der Maschine und haben jetzt freien Blick auf die Zahnräder. Mit einem Innensechskantschlüssel lösen wir die Befestigung der sogenannten Wechselradschere und klappen diese zusammen mit den daran befestigten Zahnrädern aus. Mit einem Gabelschlüssel lösen wir zunächst die Mutter der Zahnräder ab und können dann die Zahnräder entfernen. Daraufhin entfernen wir die Welle. Dabei müssen wir nicht gegenhalten, da die Muttern hinten an der Wechselradschere festgeklemmt sind. Nach dem gleichen Prinzip gehen wir auch bei den Zahnrädern auf der mittleren Welle vor. In unserer Wechselradtabelle sehen wir, dass wir für eine Gewindesteigung von 1,5 mm vier Zahnräder in den Größen 52, 40, 60 und 80 benötigen. Bei der vorherigen Werkseinstellung hatten wir auf der unteren Welle auch das Zahnrad in der Größe 80, allerdings auf der linken Position. Wie wir in der Tabelle sehen, müssen wir das Zahnrad auf die rechte Seite versetzen, um die gewünschte Gewindesteigung korrekt einzustellen. Dazu lösen wir die Mutter des Zahnrads und entfernen es zunächst. Neben dem Zahnrad ist eine Hülse als Platzhalter auf der Welle aufgesteckt. Diese entfernen wir ebenso. Da wir das Zahnrad ja nun nach unserer Tabelle auf der rechten Seite haben möchten, setzen wir zuerst das 80er Zahnrad auf die Welle. Anschließend setzen wir die Hülse, diesmal als Platzhalter, auf die linke Seite. Dann befestigen wir beides mit einer Unterlagscheibe und einer Mutter. Auf die zweite Welle setzen wir analog zur Tabelle die kombinierten Zahnräder in den Größen 60 und 40. Dafür werden das Zahnrad der Größe 60, ein Wechselradverbinder und das Zahnrad der Größe 40 zusammengesteckt. Das Ganze setzen wir dann in die Wechselradschere ein und positionieren die Zahnräder richtig. Nun wird auch die obere Welle mit dem Zahnrad der Größe 52 eingesetzt. Dies setzt sich zusammen aus dem Zahnrad,
dem Wechselradverbinder und einer Hülse. Sobald alle Zahnräder in der laut Tabelle korrekten Position eingesetzt sind, ziehen wir sie fest. Dann klappen wir die Wechselradschere wieder ein und ziehen sie mit dem Innensechskantschlüssel fest. Um zu überprüfen, ob die Zahnräder richtig eingestellt sind, wenden wir den Papierstreifentest an. Dazu führen wir einen schmalen Streifen Papier zunächst seitlich zwischen die Zahnräder der ersten und zweiten Welle ein und drehen ihn durch. Ebenso gehen wir mit einem zweiten Streifen Papier bei den Zahnrädern der zweiten und dritten Welle vor. Bei korrektem Zahnflankenspiel sieht der Streifen danach wie eine Ziehharmonika aus, wie wir hier sehen können. Bei zu geringem Spiel lässt sich das Papier nicht gut durchziehen oder reißt sogar ab, während bei zu großem Spiel nur unscharfe Biegekanten auf dem Papier entstehen. Nachdem wir die Zahnräder gewechselt haben, bringen wir die Abdeckung wieder an der Maschine an. Im letzten Schritt wollen wir überprüfen, ob wir die Gewindesteigung auch richtig eingestellt und somit die Zahnräder richtig gewechselt haben. Dafür benötigen wir ein Magnetmessstativ und eine Messuhr. Wir setzen das Messstativ an einer geeigneten Stelle an und stellen den Schalter von Off auf On, damit sich das magnetische Stativ befestigt. Dann setzen wir die Messuhr ein und klemmen sie fest. Wir setzen die Uhr an einer ebenen Stelle an und mitteln aus, um die Uhr auf den Wert 0 zu stellen. Um uns die Überprüfung der korrekten Einstellung der Gewindesteigung zu erleichtern, markieren wir die Spindel mit einem Strich. Dann drehen wir die Spindel um 360 Grad und können parallel auf der Messuhr verfolgen, dass der Zeiger sich um 1,5 Umdrehungen verstellt. Somit können wir sicher sein, dass wir die Gewindesteigung von 1,5 mm richtig eingestellt haben. Nach diesem Prinzip können wir bei allen möglichen Gewindesteigungen vorgehen. Das war unser Ratgeber zum Thema Wechselräder wechseln. Mehr zu unseren Drehmaschinen findet ihr in unserem Shop. Den Link dazu gibt es unter dem Video.